Piranha Bites. Und das nicht mehr länger existierende Trommelwirbel, Tusch, Meteoritenschauer, Blick in die Ferne, blendende Sonne, Joe Wood Productions. Deep Silver. Nvidia. Ja, Nvidia, ihr Krachmacher. So geht's da endlich los, nachdem wir 5000 Bildschirme durch haben. Jawohl, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Projekt bei mir. Ich hab's ja schon irgendwo mal angekündigt gehabt, dass ich es spielen möchte. Und es handelt sich um Gothic 3, die Enhanced Edition, was auch immer das heißt. Das habe ich mir mit irgendeinem Patch draufgeholt. Früher stand das mal nicht da. Ich habe, glaube ich, den neuesten Patch, den es gibt. Das ist hier die, warte, wo ist mein Cursor? Da. Hier oben die 1.74. Ja, das ist, glaube ich, das neueste, was es gibt. Ich nehme mal an, da wird auch nichts Neueres mehr kommen. Denn Gothic hat ja schon, also Gothic 3 präziser gesagt, hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und war jetzt nicht gerade das geliebteste Kind der Gothic-Community, so viel kann ich sagen, denn ich stecke da selbst so ein bisschen mit drin in dem Forum der World of Gothic. Wenn auch weniger jetzt aktiv in der Fanarbeit dort, weil, ja, das kann ich euch später nochmal erklären, was genau das ist. Da werde ich bestimmt nochmal drauf zu sprechen kommen im Laufe des Spiels. Und ich habe mich für Gothic 3 entschieden, weil ich, ja, warum eigentlich? Weil ich der Meinung bin, dass Gothic 3 ein gar nicht so schlechtes Spiel ist, wie es damals verkauft wurde. Oder als dass es damals verkauft wurde. Und mittlerweile mit den ganzen Patches sind ja auch die meisten Bugs, das Spiel wurde ja äußerst buggy rausgebracht, dann auch weg. Und ich will jetzt mal gar nicht so lange quatschen hier, sondern werde direkt mal anfangen. Wir haben zwei Wahlmöglichkeiten, die mit den Patches dazugekommen sind. Alternatives Balancing, ich glaube, das ist irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, was genau die damit geändert haben. Ist mir auch egal, ich mach's einfach mal rein, das alternative Balancing. Was ich aber nicht reinmachen werde, da schauen wir mal kurz hier rein. Schwierigkeitsgrad Mittel, nicht wahr? Was ich nicht reinmachen werde, ist die alternative KI, denn ich weiß, ich habe das schon mal ausprobiert. Die KI im Kampf, wenn man die auf alternativ stellt, man wird wahnsinnig. Also zumindest mir ging das so. Du musst in dem Spiel... Städte befreien und mit der alternativen KI blocken die Gegner so dermaßen stark, dass man, ja, das, also ich will mir das nicht antun, ich will ja auch nicht ständig sterben hier, von daher machen wir es eher so und, ja, mal gucken, ich habe auch kein Quest-Paket installiert, von der Gothic-Community wurden ja, ich glaube, insgesamt 4 Quest-Pakete rausgebracht, die habe ich nicht mit reingemacht, auch wenn es eine gute Arbeit ist, da sich noch Quests auszudenken, denn die wurden nicht von den Original-Synchronsprechern eingesprochen einfach. Und ich finde es sehr störend, wenn dann zwischen den normalen Sprechern immer diese unter Rauschen eingesprochenen, einfach ins Headset eingesprochenen Dialoge kommen. Das klingt einfach scheiße. Und zerstört irgendwie auch die ganze Atmosphäre so ein bisschen, finde ich. Deswegen habe ich das mal rausgelassen, auch wenn ich das jetzt nicht als schlechte Arbeit hinstellen möchte. So, jetzt aber. Ich nehme jetzt gleich nochmal einen Schluck, während hier der Ladebildschirm durchläuft. Und wir drücken ja einfach mal auf neues Spiel. Ja, mit alternativen Balancing, wie gesagt. Gut, und jetzt trinke ich nochmal einen Schluck, während mein High-End-PC sich hier dem Ladebildschirm widmet. So, da haben wir es ja schon fast geschafft. Ich habe übrigens, ja, ich habe die Details, das ist traurig eigentlich, aber ich musste die Details auf niedrig stellen. Bevor ich jetzt aber weiter zu quatschen beginne, genießen wir erst einmal das Intro. Viel Spaß. Piranha Bytes Game.
Gothic 3. Die Esmeralda, das Schiff der Paladine. Unsere Helden. Und Rauch zieht auf überm Himmel von Myrtana. Die Orks kommen! Die Armee der Orks vor den Mauern von Vengard, der letzten Enklave des Menschentums! Und Vengard wird schon bald in Flammen stehen. Nichtsahnend stehen unsere Helden am Strand und wollen sich das Dorf in der Nähe besehen. Während in Vengard die Schlacht bald zu toben beginnt. Ratlos brütet der König mit seinem Blick auf die Mauern von Vengard, die bereits eingerissen sind. Und sie entschließen sich zum letzten verbleibenden Schritt. Mutig verteidigen die Paladine die Mauern der Stadt. Doch sie werden überrannt. Die Feuermagier zusammen mit Roba, der sein mächtiges Zepter einsetzt, wirken einen mächtigen Zauber. Eine Barriere, geschaffen aus magischer Energie. Die sich ausbreitet über die gesamte Stadt und alles einhüllt, was ihr in die Quere kommt. Weit entfernt davon, im kleinen Fischerdorf Ardea, treffen unsere Helden auf Orks. Sieh mir in die Augen, Kleines. Der Kampf wird nicht lange dauern. Und damit geht's los, liebe Freunde. Wir werden direkt ins Gefecht geworfen hier und kriegen erstmal so ein blödes Fenster in die Fresse geklatscht. So. Und ich hoffe, das hackt jetzt bloß so, weil so viele Leute hier rumstehen. Ja, wir wenden unsere Totklicker-Taktik an. Ich werde gleich ein paar Worte mehr verlieren zum Spiel. Aber wir werden direkt hier in diesen Kampf geworfen mit den Orks und haben schon unseren ersten Feind besiegt. Und hier haben wir Boss Plakaps, den Chef der Orks in dem Fischerdorf. Ja, wir kommen von der Insel Korinis. Der eine oder andere wird sicherlich den Plot kennen von Gothic, also der gesamten Gothic-Reihe. Die ist ja nun alles andere als unbekannt. Aber auch dazu kann ich gleich nochmal ein paar Worte verlieren. So, und jetzt metzeln wir uns ja erstmal durch die ganzen Leute. Das Gute ist, wir können uns quasi richtig viel Zeit lassen. Könntest du bitte mal das machen, was ich drücke? Dankeschön. Denn unsere Helden hier, die mit uns hier sind, unsere Freunde, die haben mächtig was auf der Kante. Und ja, eigentlich ist das alles kein Ding. Aber irgendwie spinnt die Steuerung ein bisschen rum hier bei mir. Weil der einfache Angriff irgendwie gerade nicht ausführbar ist. So, ich werde jetzt aber mal ein Stück zur Seite gehen. So, hier ist es ein bisschen ruhiger. Ah, diese Ruhe, diese Stille. Ja, wir haben verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Linke Maustaste ist dieser Schwung, den wir immer durchführen können. Rechte Maustaste, was gerade nicht so richtig klappen will, ist hier so eine leichte, so eine schnelle Attacke. Dann können wir die linke Maustaste gedrückt halten und laden unseren Schlag auf. Ey! Was? Du Sack! Ja, und mit rechter Maustaste gedrückt halten können wir hier abwehren. So hier, ja genau. Wunderbar. So, und dann schlitzen wir die hier mal auf.
Weg mit dir, du Speer! Ja, also dieses Totklickern, das wurde natürlich ein bisschen bemängelt von der Community, weil es in den alten Spielen etwas anders war mit der gesamten Steuerung. Und ich sehe gerade, ich bin kurz vorm Sterben, aber wir haben noch hier einen fetten Konter gelandet. So, und jetzt nehmen wir ja erstmal ein bisschen aus, würde ich sagen. Da haben wir eine Karte der Welt, die werden wir noch gebrauchen können. Und unsere ersten Münzen, Mana-Pflanze, Schnaps, na wunderbar. So, und dann können wir gleich mal... Auf der 5 liegt das schon vorgespeichert. Das ist schön. Trinken wir mal ein Heiltränkchen. Und weiter geht's. Ja, wir sind der namenlose Held, den wir schon in den ersten beiden Teilen der Gothic-Reihe gespielt haben. Kommen von der Insel Korinnes, wo wir wieder einmal die Welt gerettet haben. Beziehungsweise im ersten Teil haben wir eigentlich nicht die Welt gerettet, sondern haben nur die Barriere zerstört. Denn diese magische Barriere, die wir in Vanguard gesehen haben, sowas gab es schon mal. Damals auf der Insel Korinnes installiert, im Minental. Und das Ganze hat dann als Gefangenenkolonie gedient. Dummerweise hatte die magische Energie dort ein bisschen verrückt gespielt. Und die Magier, die die Barriere geschaffen hatten, wurden einfach mitgefangen. So, das lag daran, dass dort ein Erzdämon tief unter der Erde versteckt war. Der Erzdämon war der Schläfer und war... irgendwie mit dem Gott des Chaos Belia in Verbindung zu bringen. So, und wir probieren ja mal alternativ den Bogen aus, der gleich mal ins Leere schießt. Aber im zweiten Zug trifft. Ja, den haben wir in seine Welt zurückgeschickt, in eine andere Dimension. Und wir trinken nochmal was. So. Und daraufhin wurde die Barriere zerstört. Wir wurden erstmal unter Steinen begraben, aber alle konnten befreit werden. Unser quasi Mentor Xardas hat uns dann gerettet und wir haben soeben die Stadt befreit, möchte ich mal so anmerken. Tia, bleib weg. Ich muss ja immer mich mit meinem Kater bekämpfen, der hier ständig auf den Tisch gehen und mein Mikro anstoßen will. Zu heroischer Musik vertreiben wir die Orks. Ja, da waren sie weg. Auch egal. Wir lassen sie mal leben. Und kriegen trotzdem noch die Erfahrung für sie, das ist auch schön. Ja, also das war der Inhalt des ersten Teils eigentlich schon gewesen. Und wir können jetzt mal ein bisschen hier die ganzen Gegenstände einsammeln. Jetzt herrscht ja endlich mal Ruhe. Und im zweiten Teil konnten wir dann die gesamte Insel Korinnes bereisen und nicht bloß das Minental. Und dort kündigten sich neue dunkle Mächte an, die von Belia gerufen wurden. Und der Endgegner war dann letztendlich ein untoter Drache gewesen. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Ja, ist ja okay, du Nichtskönner. Und den haben wir besiegt und die Energie quasi des Drachen, des untoten Drachen, wurde von unserem vormaligen Mentor Xardas, einem Schwarzmagier, einem Totenbeschwörer, aufgenommen. Und somit ist er nun der neue Avatar, der neue Vertreter Belias auf Erden. Oder einer der Avatare Belias auf Erden, wie man möchte. Denn da gibt es noch einen. Zumindest hält er sich dafür. Das werden wir aber später alles noch mitkriegen. So, und jetzt werde ich mal fix hier lesen. Lesen bildet nämlich. So auch hier. Hier steht was über Alchemie. Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir schon unsere ersten Alchemiekenntnisse. Und wir können mal kurz auf den Baum gucken hier. Ja, wir haben hier drüben die Erfahrungsleiste, also die Stufe, die Erfahrungspunkte dazu und wir kriegen für jede Stufe 10 Lernpunkte, die wir dann ausgeben können auf die verschiedenen Fähigkeiten hier drüben. Unsere Attribute sind von vornherein schon Stärke und Jagdgeschick bei 100, denn, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht, wir sind ja kein unerfahrener Held, sondern wir haben schon was hinter uns. Und das bedeutet, wir können auch schon was und damit haben wir auch Stärke und Jagdgeschick schon bei 100, wir schnetzeln uns ja auch hier schon mit Orks rum. Das sieht in den anderen Teilen zu Beginn zunächst etwas anders aus. Ja, wir müssen unsere Fähigkeiten aber natürlich noch um einiges ausbessern, wenn wir hier vorwärts kommen wollen. Und ansonsten, ja, hier hinten ist jetzt eigentlich nichts mehr, was mich gerade interessieren könnte. Davon ist noch ein Leuchtturm, den werden wir uns aber später mal anschauen.